Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Citizen. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen herzlichen Dank, dass ihr einschaltet. Ihr Lieben, bis jetzt... Hey, dreh dich nicht um. Hier, ihr müsst euch hingucken. So. Bis jetzt habe ich eigentlich immer Folgen gemacht, wo ich mal hier und da Schiffe gezeigt habe, vielleicht ein paar Missionen, ne, ein bisschen was mir angeschaut habe, ne, einfach mal auch gequasselt habe und ein bisschen Blödsinn gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich zocke es leider nicht so häufig das Spiel, ne? Und ja, es ist ein Hobby. Und ja, warum nicht? Ich habe aber seit geraumer Zeit Bock auf was anderes, wirklich mal so Richtung Roleplay, ja. So Semi-Roleplay, könnte man sagen, zu gehen. Und zwar, würde ich mal sagen, wir starten eigentlich mit einem Schiffchen. Ich muss mal überlegen, ob ich diese Rüstung behalte oder ob ich sie auch ablege und mir eine schwächere hole oder vielleicht nur einen Anzug, weil wir sind hier auf Microtech. Ne? Es gibt ja auch Wälder und Wasser und Seen etc., Flüsse. So, und ich habe jetzt nicht so viel im Inventar. Ne? Ich habe schon einen Container gefunden, den können wir uns ja mal gemeinsam angucken. Loot. Ja, Loading, Loading, Loading. Bling. Da ist schon einiges drin. Ne? Vielleicht kann ich den ja nehmen direkt. Wow, Blasted Bird, Toy Pistol. Toy Pistol, lol. Warum auch immer. Ja, Helm und so ein Anzug sind schon mal da. Ein bisschen Muni. Ja, Toy Pistol sagt mir jetzt nicht viel. Kann ich das denn jetzt 1 zu 1 hier rüberräumen? Ich habe schon probiert, die Kiste jetzt mehrfach in die Cutter zu stellen. Aber habe da das Problem. Da hat mir das Schiff, könnte ich sagen. Was ist jetzt los? Warum? Okay. Wird's nicht. Gary. Okay. Gehen wir einfach ins Schiff. Ohlalalala. Wir haben doch hier eigentlich ein paar Buchten, wo das klappen müsste. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht. So. Machen wir mal das hier rein. Ich habe mir dreimal Essen, dreimal Trinken mitgenommen. Und würde sagen... Oh, du siehst aber mitgenommen aus. Das noch? Das noch? Was? Was habe ich denn jetzt angestellt? Was mein... Loot? Okay, ich verstehe das gerade nicht. Wo ist mein Backpack hin? Ja, blablabla. Where is my backpack, my friend? Okay, mein Backpack ist weg. Das ist auch interessant. Wo auch immer es ist. Gut, ich muss es nachher suchen. Wie ich eben am Sagen war, hatte ich das Problem. Ich mach mal Licht an. Jetzt bin ich hier wieder was. Ich stand hier ein bisschen oberhalb. Wollte die Kiste einladen. Kiste ist im Teil. Bumm. Wird das Schiff hier rüber katapultiert. Ich bin froh, dass es noch so zum Stehen gekommen ist. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass mein Backpack verschwunden ist. Ich wurde auch ein bisschen weggebaut. Ich weiß nicht, ob dann hier irgendwo was gelandet ist. Das ist eine gute Frage. Ist jetzt nicht so optimal bei Nacht.
Gut. Da sind auch, glaube ich, mehr da drüben. Survival Estimate. Okay. Warte mal. Ich will mir kurz mal das Teil angucken. Da ist es. Wo bist du denn? Wo bist du gewesen? Boah, das sieht irgendwie richtig verranzt aus alles. Gut, egal. Ab. Na, on point. Na, angezogen. Backpack. Helm. Ausgerüstet einmal diesen und einmal diesen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Rest davon hin ist. Hatte ich den so eingesteckt? Noch mal kurz hier rein. Ja, hatte ich. So, haben wir Reserve hier drin. Die sehen schön aus, aber können die überhaupt was oder sind es wirklich nur Toy-Teile? So, das will ich hier rüber. Das will ich hier. Warte mal. Können wir das nicht anders machen? Wir haben hier die C54. C54. Muss ich mal kurz gucken, kann ich das machen? Warum funktioniert das nicht? Na gut, perfekt. Dann versuche ich mal das auch genauso. Also, sowas habe ich ja noch nie gemacht. In die Hand. Ja, Place. Nicht da rein. Das hat mal nicht geklappt. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch durchgebracht. Schön. Na egal. Dann ist es so. Gut. Das ist alles Learning by Doing. Das habe ich ja noch nie gemacht. Kann ich doch wieder anmachen, gucken. Ist es hier irgendwo? Was mich halt überrascht hat, ich dachte, man könnte Container. Muss ich nochmal gucken, wenn ich wegfliege. Container ins Schiff stellen. Ich habe jetzt irgendwie Angst. So ein bisschen Angst. War das nicht ein automatischer Snap? Ah, oh. Bitte, 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 bitte nicht. Na, egal. Ja, ihr Lieben,
Es ist mal ein etwas anderes Format. Polstere auch mal. Ach, hier zu. Ja, bei Tag hätte ich das hier gerne gesehen. Naja, ich war schon mal da. Am anderen Zeitpunkt. Hab mir das angeguckt. Tag sieht das aber jetzt wirklich richtig gut aus. Gucken wir mal. Ja, das hier ist mir aufgefallen. Die stehen alle hier mit ihrem Mobiglas. Das ist ja hier so wie die Smombies. Gucken auf Bildschirm. Oh, gibt es hier noch irgendwas Nettes zu looten? Mit Water Tank. Mich nicht mitnehmen. Einwohner brauchen aber auch Wasser. Da sollten wir fair bleiben. Sehr sicher verlegt aus. Ich bin mal raus. Das Feuer übrigens ist nur Deko, leider. Da passiert nichts. Also temperaturmäßig. So, eben bin ich hier durchgestampft. Hatte, glaube ich, die Kiste hier gefunden. Hier war es, glaube ich. Oh. Ist? Nee. Oh, Buddy. Zweimal in derselben Stadt. Oh, eure Schlafgemächer. Wie, kuschelig. Ja. Ich wollte eigentlich nicht hier hoch. Oder gibt es hier was? Naja, man muss sagen, kuschelig wird sein. Ne? Ihr könnt da nur hier in eurem Raumanzug... Ach, Stelle hier oben. Naja, sehr unpraktisch. Irgendwas. Also wir sind hier auf Microtech. Ey, runter. Warum gehst du wieder? Ich drücke doch S. So. Oder so. Microtech hatte ja einen Terraforming-Unfall oder Fehler. Und es gab eine stärkere Wolkenbildung. Und dementsprechend ist das Wetter hier ein bisschen kälter. Ein bisschen kuscheliger. So, hier ist ein Pfeil. Da frage ich mich. Die Temperatur gerade ist noch ein bisschen harmlos. Komm ich nicht hoch. Ja, ich war da spinksen, hallo? Ah, hier. Ich habe gehört. Mal findet man hier guten Loot. Vom Medipant, Waffen etc. pp. Alles Mögliche. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, könnte interessant sein, dass man sagt, man geht off-grid. So wenig wie möglich in die Stadt. Oder an große öffentliche Locations. Man läuft natürlich auch Gefahr, Piraten oder irgendwelchen, ja, Horsts. Nennen es mal so, über den Weg zu laufen, die einfach mal, oh, ich muss einfach wegballern. Bam, 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 bam. Das ist mir auch einmal passiert. Ich war an einem anderen Punkt. Das ist, glaube ich, ein Wrack. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Ghost, glaube ich. So. Dann auf einmal hast du drei verschiedene Spieler, die sich erst am Wegnatzen waren. Dann haben gesehen, ach, da kommt neuer. Und dann auf einmal alle auf einen. Konnte den noch gut ausweichen. Und ja, dann gab es Verstärkung auf einmal. Und da ist dann nicht so das Kampfschiff, ne? Sondern dass wenn dann so ein Kampfjäger hinter ihm her guckt. Irgendwann musste ich versuchen, in den Orbit zu kommen und da hat mich die Rakete erwischt. War eine schöne Szene, so. Bumm. Auf einmal, oh, das Schiff ist toast. Oh, der Planet kommt näher. Oh, wie schön. Ich habe auch ein Crime-Stat, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, weshalb. Ohne Scherz, also I don't know. Muss ich dann mal wirklich bei Gelegenheit wegmachen, weil ich habe keinen Bock, einen 3er Crimestat zu kriegen. Na hoch, nicht runter.
war schon richtig. Ja, ich muss mal gucken. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das jetzt hier immer so off-grid funktioniert. Ne? Man muss Glück haben, auch mal was finden. Ich kenne ja noch hier nicht die Locations. Ein paar von euch spielen das ja schon viel, viel länger und werden sich bestimmt ins Fäustchen lachen und sagen, oh, ich weiß, wo es hier was Interessantes gibt. Gut, dann könnt ihr mir auch gerne Tipps geben, würde mich freuen. Sit? Ne, ich will nicht Sit. Nein, ich will Loot. Ich habe gehört, hier gibt es auch... Ah, Loot. Zeigen mal her. Schätzelein. Hä? Was war das? Boah, ein Backpack. Besser wie nix. Klingt ein bisschen Kohle. Ja, kaum mache ich hier Let's Play, bippelt schon wieder das Handy vor sich rum. Ja, das war jetzt meine Frau mit einer sehr interessanten Nachricht. Ja, dann muss ich mal die Spur gehen. Ja, hier bin ich wohl in eurer Cuisine. Ist auch nochmal was. Darf nicht zu weit weggehen, weil wenn ein Angriff erfolgt, dann war es das für Schiff. Hier nochmal eine Koje. Selber Aufbau. Ist hier irgendwas versteckt? Nö. Ist aber nicht schlimm. Zumindest habe ich es jetzt nicht gesehen. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. So, das war's dann. Oder ist da hinten noch was? Mach das Licht aus. Hinten ist irgendwas. Oder? Mal am Feuer, okay. Well, was ist das? Ein Wrack. Doch eine Kiste oder so. Hier steht. Hm. Ich finde es interessant, wenn hier ein Feuer brennt. Guten Tag. Wieder Sit, oder? Nein, will ich nicht. Das ist eine Star. Mercury Star Runner, oder? Hier könnte was zum Greifen sein. Also sie sind einfach nur gestrandet. Das öffnen, nein. Oh, schade. Müssen wir mal probieren, ob. Ja, Saft muss ja nicht draus sein. Lässt sich nicht öffnen. Ja. Schade. Warte mal, vielleicht kommen wir von der anderen Seite. Oh, es wird langsam Tag. Nobody ist Loot geil, er läuft einfach drauf los. An diesem Augenblick, wo er halt nicht
beobachtete, dass sich drei Jäger seiner Position näherten und seine Cutter erschossen. Okay, das scheint ein bisschen länger her zu sein. Könnte man vielleicht mit einer Vulture oder Reclaimer ein bisschen recyceln? Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung. Aber schade, ich habe gehofft, hier doch irgendwie noch reinzukommen. Ja, ist schon ein großes Schiff. Mercury. Ursprünglich habe ich mir gedacht, mache ich das hier, was ich vorhatte, mit. Geht das? Okay, geht. Mit der Raft. Hätte mir persönlich auch gefallen, aber ich finde, sie ist doch ein Ticken schon zu groß. Ne? Okay, ihr habt ihr euch hier auf jeden Fall was aufgebaut. Das war wohl eure Notunterkunft. Für die ersten paar Tage, ihr Lieben. Und dann das nicht aktivieren. Schade, schade, schade. Aber warte mal, vielleicht kann ich Folgendes machen. Nichts transportieren. Schade. Hier was? Sehr, sehr schade. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt noch hier was finden in so einem Wrack, aber gut. War vielleicht auch schon jemand zuvor da? Wer weiß. Aber trotzdem schön. Okay. In diesem Moment begriff Nobody, dass es Zeit war zu gehen. Jetzt kam ich mir ein bisschen wie ein Skyrim vor, muss ich ehrlich sagen. Nur müsste ich auf der anderen Seite vom Fluss sein. Kriege ich Schaden? Also auch ich? Eigentlich dürfte ich es ja nicht, weil ich habe einen Helm auf. Das ist schön. So, schauen wir mal weiter. Ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Location und das Ganze erinnert mich ein bisschen an einen Ort aus meiner Kindheit. Ja, das schöne Jura in Frankreich. So, hier waren wir ja eigentlich schon überall. Boah, wir hatten echt Glück. Wir hatten echt Glück, so wie wir dadurch gebounced wurden. Also, ich war eigentlich. Hier hinten, glaube ich, zwischen den Bäumen gelandet. War hier sogar in dem Bereich. Und dann einfach so katapultiert. Aua, aua, aua. Ich hoffe. Ja, ich muss steil nach oben. Ein Müh nach oben und dann nach vorne. Ja, werden wir gleich sehen. Ups, ups, ups. So, liegt hier noch das Magazin. Das wohnt mich gerade. Aber wie dem auch sei. Erstmal gut abtreten. Hier ist jetzt leider kein Terminal, dass ich was kaufen kann. Soll es ja auch irgendwie geben. Diese Locations muss ich dann halt noch finden. Vielleicht könnt ihr mir da auch einen Tipp geben. Das wäre super. So, erstmal hier drin storen. Wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ja, habe ich ein bisschen Kapazität, ne? Also hier die Farbe. Die mit dem Violett kombiniert würde richtig gut aussehen. Wie dem auch sei. Achso, warte mal, warte mal, warte. Habe ich da gerade ein Haus? Ach, die Muni ist ja hier. Habe ich wieder automatisch eingesammelt? Oh, auch gut. Ja, keine Ahnung, wie ich die. Mache ich einfach hier rein.
so wenig wie möglich bei mir tragen. Ampel hatte ich nicht geschlossen, ja. Würde ich sagen, brechen wir mal auf. Und schauen uns auch die Location mal so aus dem Schiff an. Ich glaube, dann wirkt die noch ein bisschen mehr. Oh, ich sehe, wir sind schon gerade über 20 Minuten. So, ich sollte Triebwerk wieder einschalten. Und wieder in die richtige Ansicht switchen. So. Ja, also auf Microtech ist flüssiges Wasser keine Selbstverständlichkeit. Man muss ein paar Orte finden, wo halt. Das ist ein anderes Schiff. Aber jetzt ist ein bisschen bewölkt, okay. Ein paar Orte suchen, wo es dann diese lebensspendenden Zonen gibt. Was weiß da hinten, Schiff? Ja, ich werde paranoid hier. Ich hätte auch letztens einen gefunden, der einfach in der Pampa steht. Der war okay, der hatte auch einen Raft. Den wollte ich nicht angreifen. Den wollte ich echt nicht angreifen. So. Ja, ist ein sehr schönes Fleckchen, muss ich sagen. Ich fliege extra langsam. Mit dem richtigen Sonnenwinkel sieht es dann noch schöner aus, wenn die Sonne wirklich oben steht und hier kein Wolkendecke ist. Ist jetzt halt Vorführeffekt im wahrsten Sinne des Wortes. Da sieht man noch das Wasser, das Wasser noch viel besser. Und das ist auch diese Passage, wo mich daran erinnert halt an den Ort meiner Kindheit. Also da habe ich zwar nicht gelebt, aber war mal ein paar Mal da. Wir können hier eine Weile so fliegen, aber ich würde mal sagen, die gewinne ich jetzt nicht hier durch. Ich habe jetzt hier oben nichts gesehen gehabt vom Landen. Und die Sache ist auch die, ich fliege nicht mit Joystick. Mit Joystick würde ich auch ein bisschen sicherer fliegen. Ja, wir können den Lauf da hochfolgen. Aber finde ich schön. Das hier ist eine Freiheit, die Star Citizen eine gerade bietet. Ja. Komische Ausschläge auf OBS. Ich hoffe mal nicht, dass wieder das halbe Audio abgehackt ist. Ich muss das Mikrofon doch noch mal ein bisschen sensibler einstellen. Ja, aber auf jeden Fall eine interessante Siedlung. Warum nicht? Nur ich würde sagen, für Lü. War schön. Aber hier gilt auch, je länger man sich an so einem Ort aufhält, je leichter wird man zur Beute. Ah, das wird das echt schlecht. So, was haben wir denn noch für Punkte hier? Abgeklärt. Da würde ich mal gerne hinfliegen, da war ich noch nicht. Und irgendwie hat mich das Spiel nie den Punkt selektieren lassen. Und jetzt hat es geklappt. Aha, fürs Let's Play. Da wollen wir mal sehen, wie es da aussieht. Also Ziel nochmal, ich wiederhole, ist es, dass ich eigentlich mit dem Loot Geld mache und damit dann mich versorge, Wasser, Essen, Muni etc. pp. Wenn man brauchbare Women findet, dann warum nicht? So, gleich sind wir im Weltraum. Ja, und es war ungefähr auf dieser Höhe, wo ich abgeschossen wurde. Schön getroffen, bumm. Alles war Toast.
Und dann siehst du schön den Absturzhorn. Game over. Wo ist denn der Pfeil hin? Das kann so nicht funktionieren. Machen wir das nochmal. Doppel. Microtech. Wo ist denn jetzt der Punkt hin? Ah, hier. Clear Root. Clear. Set. Und? Jetzt angezeigt. Nö, okay. Das verstehe ich noch nicht. Manchmal, wenn man eine Route eingibt, wird einem nur noch das angegeben und manchmal hat man hier diese 3 Milliarden. Ich fliege mal zu Omtral. Multiple Choices. So. Yo. Nee, da will ich nicht hinfliegen. Dann gehe ich nochmal. Oder mach das aus. Hier rein. Doppelklick. Ghost Hollow. Ja, Ghost Hollow war es, wo ich untergeholt wurde. Was denn jetzt? Nee, hat's nicht. Das ist ein anderen Umsprungpunkt. So, guck mal, was hier so schönes ist. Nochmal aus. Öffnen. Ja, ich mache das jetzt so immer. Quantenantrieb aus. Also, weil bei mir scheint es dann direkt zu backen. Jetzt. Immer noch nicht. Ich vielleicht irgendwie da komme ich ja hier noch einen anderen Umpunkt. Springen wir mal zu Um 4. Irgendwann muss es hier klappen. Und das ist eine Sache, die würde ich mir wünschen, dass das behoben wird, dass man einfach sagen kann, ich will dahin fliegen und go. So. Aus. Müsste aber richtig sein. Warum kann ich diese? Würde ich nicht hin. Das heißt ja Hauptstadt. Was ist das? Okay, Microtech weiß ich. Die Data Center sind mir egal. Um 6. Gewinne ich nichts. Gehen wir mal um 1. So.
lass mal das mal an. Irgendwann muss es doch klappen. Jetzt müsste ich eigentlich... Clear. Clear. Warum auch immer. Na gut, vielleicht habt ihr auch hier Tipps, wie es besser klappt. Ich verstehe es einfach nicht. Mal klappt's nicht, Ghost Hollow. Will ich jetzt nicht unbedingt hin. Aber was Point, da waren wir. Ja, Necropolis will ich nicht unbedingt. Dann würde ich sagen, notgedrungen. Wo war's? Hier das? Nö. Auf zu Ghost Hollow. Kann dir nicht schief gehen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich würde mir generell eine andere Navigation wünschen, dass ich sagen kann, ich will genau an diesem Ort, im Planeten. Dass ich den Planeten besser handeln kann, besser ziehen kann und dann auch einen nicht vorher markierten Ort selber kennzeichnen kann. Und dass das Schiff dann die Route dahin berechnet, dass ich meinetwegen 2, 3 Jumps machen muss, dass es mir dann so Umpunkte anzeigt, anzeigt und ja... Ghost Hollow. Was kann schief gehen? Doch. Da kann einiges schief gehen. Denn ich weiß nicht, ob ich hier meinen Cramstat bekommen habe. Deswegen würde ich sagen, ihr Lieben, wir sind erstmal am Ende einer Folge angelangt. Viel ist jetzt nicht passiert. Wir haben ein bisschen gelootet. Ich werde jetzt erstmal rumgucken und gucken, dass ich den Cramstat loswerde. Und dann werde ich mal schauen, bei Tag wieder zu Ghost Hollow oder dem anderen Ort zu gehen und ja, gucken wir mal, was wir machen können. Und wie weit wir kommen vielleicht, weiß ich nicht. Dauert das hier nicht lange. Ich werde versuchen, solange es geht, quasi so durchzukommen. Indem ich loote und damit halt das Geld mache. Und dann, wie gesagt, vielleicht sogar diese Rüstung ablege. Ich muss mal gucken. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Tricks parat habt, Locations, nur her damit, würde mich sehr freuen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, das hilft mir sehr weiter. Wenn ihr die Glocke drückt, dann ist ihr nichts mehr und heute merke ich echt, ich bin heute am Zögern. Das war heute ein sehr stressiger Tag. Gut, egal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nobody.